Husa Leute, willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls 3 mit mir Level 4. Im letzten Part haben wir hier die Siedlung der Corvians uns mal angeguckt. Vor allem, ja, ich glaube, sie heißen wirklich Krähen-Dämonen. Obwohl die gar nicht mal so dämonisch sind, in meinen Augen. Einfach nur traurige Gestalten. Und wir wurden von einem Invader invadiert, der uns ein bisschen genervt hat mit Pfeilen. Aber ich konnte ihn mit einer guten Taktik relativ schnell umhauen. Indem ich einfach gesagt habe, ja, das muss auch mal gegen meine Umwelt kämpfen. Das hat ihn anscheinend ganz gut gekillt. Ja, ja, ist gut. So. Alter. So. Ach fuck, ich muss ja noch eine Seele abholen. Also meine alten Seelen muss ich noch abholen. Sind ja hier unten. Dann hole ich mir das gleich nochmal. Jetzt bin ich runtergefallen. So, das war der Typ, den ich gekillt habe. So. Drum sind wieder die scheiß Krähen. Dann sind sie mal runtergekommen. Das ist gut. Ey, euer verfickter Schnabel, ey. Ohne Scheiß. So. Ich wollte noch was holen gehen. Beziehungsweise, da ist ja auch noch ein Crystal Laser, den ich gleich noch versuche zu killen. Ja, gleich kriege ich wieder einen Treffer ab, ich weiß das. Ah, doch nicht, cool. Der ist noch ein magiebegabter Corvian. Aber das war's auch schon wieder mit ihm. So. Jetzt muss ich erstmal den Corvian Knight umhauen, damit ich überhaupt gleich erstmal die Möglichkeit habe, den Crystal Lizard mir zu schnappen. Ja, da unten ist ein anderer Corvian Knight mit einer anderen Waffe. Der auf uns wartet. Da habe ich gerade erstmal keine Lust drauf, aber wir werden gleich auf jeden Fall noch einen sehen. So. Sehr gut, mein Freund. Und dann mit dir. Okay. Ist er tot? Ist aber ganz tief gefallen. Hat aber anscheinend überlebt, aber der Typ kümmert mich jetzt gerade eher weniger. Der Crystal Lizard ist gerade wichtiger. Nein! Scheiße. Okay, jetzt muss ich runter. Corvian halt erstmal stehen lassen. Nein! Okay, das war wichtiger. Na, ah, na. Ah. Okay, es war knapp. Okay. Ah, oh, Mann, ey, Junge. So. Ich krieg erstmal mein Schwert zu spüren durch die Wand. So. Okay. Mach was du willst. Das sind die nervigeren Corvian Knights, ihr schon merkt. Die sind ein bisschen gefährlicher als die normalen. Und die sind schon gefährlich. Alter, wie viel Schaden der macht. Ach, komm schon. Ich hasse es. Na gut. Zumindest kommen wir da jetzt schnell hin. Das sollte ja kein Problem sein. Dann schieße ich mich den Crystal Lizard nicht mehr töten. Da oben gibt es quasi nichts mehr für mich. Jetzt sehen wir hier wieder Corvian Knight, die alle killt. Einfach weil das kann. Was für ein Dick-Move. Die anderen flüchten sogar. Das finde ich eigentlich sogar ein ganz cooles Detail. Kann man aber backstabben. Erstmal schon meine Seele schnappen. Wo sind sie denn, meine Seele? Ah, jetzt werde ich gerade in eine Welt beschworen. Das ist gerade ein bisschen unpassend, aber alles klar. Okay, alles klar. Den noch schnell killen, bevor ich... Oh, fuck. Der hat gleich wieder volles Leben. Ach, das ist dumm.
Na gut. Mal gucken, ob ich den Kollegen beschützen kann. Wo ist er denn? Okay, anscheinend hat sich's schon erledigt. Alles klar. Das hat sich jetzt für mich überhaupt nicht gelohnt. In keinster Weise. Wo ist er denn? Ah, da. So, schon die Seelen abnehmen. Und tschüss. Das ist aber jetzt wirklich ein Tod. Das ist so tief, da musst du sterben. Ist er immer noch am Fallen oder was passiert da gerade? So, es gibt hier eine kleine Abkürzung nämlich, die man machen kann. Man muss dann nämlich normalerweise von da oben runterklettern. Da kommt man da erst raus. Aber man kann eine Abkürzung springen. Hoffentlich schaffe ich sie. Ja, fast geschafft. Ich darf nur nicht rollen. Ja, geschafft. So. Denn normalerweise gibt es nämlich hier noch etwas. Ich hätte am runter droppen können. Egal. Egal. So, hier gibt es wieder ein paar von diesen Fliegenviechern. Die bewachen einen dunklen Edelstein. So, ansonsten, glaube ich, war es das auch hier. Was, mehr gibt es ja gar nicht. Nö, das war's. Alles klar. Naja, da war noch irgendwo noch ein Corvian, aber es ist mir vollkommen egal. Gut. Dann sind wir jetzt hier. Bei dieser kleinen... Was ist das überhaupt? Dann ist ja einfach mal Hütte. Hier noch so eine kleine Hütte. Aber gehen wir erstmal hier rein. Ich mache jetzt mal die Tür auf, merken, oh, das ist noch so einer von diesen spaßigen Corvian Knights, wie ich sie liebe. Aber die beschreiten wir gleich eher anders. So, und hier, wie gesagt, diese eine Stelle, die halt komplett nutzlos ist. Trotzdem will ich sie mal kurz zeigen. Und dann mit hier. Ja, die kotzen ja weiter schon rum. So, und du bist auch weg. So, und den Typ da unten kriege ich halt nicht mal eigentlich gebacken, aber so schon. So, wie gesagt, hier gibt es halt einfach nichts. Es gibt hier nichts zu holen. Ich frag mich echt, was sich Miyazaki dabei gedacht hat, als das hier geschaltet hat. Aber gut. Vielleicht gibt es dazu eine Hommage, oder vielleicht gibt es jetzt dazu irgendwie ein nettes Detail, aber ich kenne es zumindest nicht. So. Erstmal, da ist nämlich noch einer. Der ist nämlich auch ganz schön spaßig. Deswegen, ja, beballe ich den erstmal. Von hier aus, damit der erstmal aktiviert wird. Wo ist er denn nochmal? Da. Bisschen schön in den Kopf rein. Runterfallen. Ich werde ein bisschen Schaden erleiden, aber es ist in Ordnung. So. Ah, ich kann aber doch backstabben. Okay, ich dachte, ich könnte nicht mehr backstabben. Na gut, so ist mir auch lieb. Sehr gut, der ist schon mal weg. Aber der gefährlichere ist halt noch da. Aber den schaffen wir uns gleich. Erstmal will ich halt doch da oben auf das Dingens drauf. Da mache ich einen Drop-Attack auf den Typen drauf. Das wollte ich nämlich erstmal gar nicht, wenn ich sowas mache. Außerdem ist da noch oben noch etwas drauf. Muss ein bisschen leiser sein. Sonst bemerkt mich der Typ nämlich. So. In aller Ruhe. Und los! Aua. Wieso habe ich das getroffen? So. Zeit zum Heilen. Ah, oh, das war knapp. Oh no! Ah, er hat seine Klinge da oben gegen die Decke geworfen. Da oben stecken sie noch. Das war mein Glück. Ansonsten hätte er mich getroffen und hätte mich auch noch gestaggert. So. Corona des Weißen Pfads. Okay. Und auch hier. Dieser, sag ich mal, Altar, der hier hinter... Oder was ist das überhaupt? Es ist halt irgendwie so eine...
Stelle. Eigentlich der Altar ist eigentlich das hier, oder? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist das hier halt irgendetwas. Und genau diese Stelle gab es so in etwa auch in der Cathedral of the Deep. Nur dass da, wo dieses Kästchen da rumsteht, ich zeig das mal am besten mal hier mit dem Fernglas. Also da in der Mitte, dieses mit Emblem in der Mitte. Normalerweise hier in diesen ganzen, ist es auf eine Form. Egal, ihr wisst, was ich meine. Es waren da Deacons of the Deep drin, also Statuen von den Deacons of the Deep. Nur sind die halt hier nicht drin, aber sonst ist es genau das gleiche. Ich weiß nicht, was das für eine Bedeutung hat. Zumindest war ja mal die Cathedral of the Deep auch eine Kathedrale des Weißen Pfades und wir haben eben auch ein Wunder, Corona des Weißen Pfades bekommen. Ach! Und ich wollte ja auch noch die neue Kleidung zeigen, die wir bekommen haben. Die Sklavenrüstung. So. Die rot gefärbten Kapuzen der Sklavenritter waren ein Zeichen ihres Ranges. Vor langer Zeit setzten Krieger die Untoten als Sklavenritter in den aussichtslosen Kämpfen ein. Trotz ihrer zunehmenden körperlichen Schwäche und ihres mehr als labilen Geisteszustands wurden sie nie von ihren Pflichten entbunden. Ja, die Rüstung sagt noch ein bisschen mehr. Die edel gefertigten Rüstungen der Sklavenritter waren ein Symbol der Ehre. Vor langer Zeit setzten sie, ja, aber schon. Und das haben wir auch schon. Okay, schade. Hier ist wahrscheinlich das gleiche, aber erstmal gucken, wo war es denn? Sklavenritterstulpen. Okay, da sind sie doch. Ja, okay. Das ist jetzt immer das gleiche. Okay. Aber Sklavenritter, okay. Ritter eingesetzt als Sklaven eingesetzt als Ritter oder Ritter eingesetzt als Sklaven. Ich finde schon mal echt eine interessante Sache, dass es sowas überhaupt gibt. So, da sehen wir schon wieder lustig im Baum. Wir haben natürlich eher wieder weniger Bock. Deswegen greifen wir wieder ein bisschen von hinten an. So. Und hier gibt es einen jungen weißen Zweig, wer hätte es gedacht. Hier gibt es auch noch was Feines. Nämlich eine rostige Münze. So, und hier so eine kleine Arena aufgebaut. Da kommen wir natürlich auch noch hin, aber das wird echt noch ein bisschen dauern, bis wir da sind. Ansonsten gibt es hier in der Ecke mit den ganzen Grabsteinen nichts mehr. So, und jetzt werden wir gleich ein... da ist auch noch ein Baum. Das sind sogar zwei Bäume. Die sollte ich am besten sogar noch wegballern. Weil die würden mich eventuell gleich bei einem Gegner ganz schön nerven. Na komm. Nein, du machst nichts. Ich dachte, wir haben sogar noch einen Baum. Na komm, schieß doch bitte weiter mit dem Feuerwein. Danke. Ah, daneben. Wieso hab ich daneben getroffen? Ein Rally trifft niemals daneben. So, und noch einmal. Alles klar. Und haben natürlich nichts gedroppt. Okay, alles klar. Gut. Wir treffen nämlich jetzt hier auf Sir Winhelm. I've seen your kind. Time and time again. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you'll bring upon yourself. Gefährlicher Dude. Mhm. Und er kann sein Schwert in Finsternis hüllen. Ich kämpfe mit ihm eigentlich immer hier draußen. Ist mir nämlich lieber. Und der Typ hat ein Problem. Er hat... Und... Ah, schade, nicht mehr geschafft. Er kann nämlich Wunder benutzen, die heilen können. Mhm. Das kann er halt ziemlich oft. Alter. Alle Stecker haben nicht getroffen. Nicht zur Not. Aber Sir Winhelm ist auch echt, da bin ich unterschätzt, den Kollegen. Ja. So, noch heilt er sich nicht, aber du wirst sicherlich gleich mal versuchen. Sag ich doch.
erstmal unterbinden. So gut es geht. Aua. Und Backstep. Oh, doch nicht. Ja, das wird wahrscheinlich gleich heilen. Aber ich muss mich gerade selber heilen. Oh, ich kann nicht backstabben. Oh, nö. Dann hoffentlich gleich auf Blutungsschaden aus sein. Okay, macht nichts. Nein, tust du nicht! Ah, warum heißt sie nicht nur Friede, sondern auch Elfriede? Genau, also wie gesagt, das ist die Schwester von, wie heißt sie doch mal? Yuria. Yuria of Londor. So. Und, möchte ich mal zeigen, eigentlich lustig. So, erstmal zeige ich natürlich die Vorrichtung. Wo ist es denn da? Der Schlüssel der Vorrichtung, die auf dem Dachboden des Archivs am Rande der Krähendämonen-Siedlung führt. Nachdem Sir Wilhelm eine weißhaarige Dame auf den Dachboden der Bibliothek geführt hatte, hütete er diesen Schlüssel wie seinen Augapfel. Mhm. Und natürlich wollen wir auch uns mal seine Waffe mal angucken, weil die hat nämlich auch eine lustige Geschichte, die uns ein bisschen mehr von Lady Friede erzählt. Aber erstmal müssen wir das Schwert finden. Das Onyx-Schwert. Ist das? Nein, es sieht nämlich ein bisschen ähnlich aus. Da. Nee, das ist auch nicht. Wo ist es denn? Das Onyx-Schwert. Na. Ist das bei den Großschwertern oder was? Ja, wahrscheinlich, ne? Weil jetzt sind wir jetzt auch schon dran vorbei. Wo ist es denn jetzt? Kann aber nicht wahr sein. Also, das ist der. Mhm. Bin ich jetzt blöd oder bin ich blöd? Ach, hier ist es doch, so. Elfriede, älteste Schwester und Anführerin der Schwarzen Kirche. Anführerin, genau. Anführerin der Schwarzen Kirche. Das. Genau, Schwarze Kirche. Da ist auch Yuria drin. Überreicht ihrem Ritter dieses Schwert. Das Schwert war ein Abschiedsgeschenk. Seine Übergabe war zugleich auch der Austritt des Ritters aus Elfriedes Diensten. Okay. Ihr seht schon, da oben wird gleich was rausklappen. Deswegen möchte ich euch was Lustiges zeigen. Muss ich gleich ein bisschen beeilen. Oh, schade. Weil normalerweise wird man auch ein bisschen davon weggeschmissen. Das macht keinen Schaden. Man wird dadurch nicht sterben. Aber ich wollte einfach nur den Scherz machen, aber leider habe ich es ein bisschen verkackt. Tut mir leid. So, und wen haben wir denn hier? Und sie kratzt etwas in diesen Tisch die ganze Zeit rein. Ich weiß nicht, was sie für ein Problem hat, aber sie kratzt irgendwas rein. Da ist schon eine richtig tiefe Mulde drin von diesem Kratzen. I believe. I feel the scent of ash upon thee. Thou art the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. It is good. When this is done, may I return. The door is open, thanks to thee. Ich muss noch was gucken. Man kann mit dem Binoculars auch ranzoomen. Ich muss ja gerade gucken, wie das nochmal ging. Nee, da mache ich die Attacke mit. Ich komme wieder nochmal ranzoomen. Nee, so halt auch nicht. Nein. Kann sich noch um Stunden handeln. Ah, so. Okay, alles klar. Denn ich möchte sie mich nochmal angucken. Nochmal genau angucken. It is good. I'll head off to paint. I promised Uncle Gale I would. It is good. When this is done, may I return. The door is open, thanks to thee. Na gut, man kann jetzt gerade nicht so viel erkennen, tatsächlich. Schade. Geht's nämlich darum, dass sie auch gewissermaßen Merkmale an sich hat, die nicht für einen Mensch üblich sind. Aber na gut. Wir haben sie auf jeden Fall erstmal befreit und sie ist nämlich diejenige, die das Gemälde neu zeichnen soll. Deswegen wurde sie hier eingesperrt.
Aber erstmal ein neues Bonfirelein. Wir öffnen auch mal sofort diese Tür, weil die war nämlich vorher auf der anderen Seite verschlossen. Auch nettes Detail, habe ich nicht vergessen zu erzählen. Hier ist ein Aufzug, den können wir natürlich noch nicht bedienen, weil bewegt sich halt nicht. Okay. Ja, da muss ich gar nicht mehr lange latschen. Erstmal hier. Obwohl, ich habe jetzt auch genug Sehen zum Aufsteigen. Dann tun wir das auch erstmal. Na, setz dich hin. Und wir reisen wieder zum Feuerbahnschrank. Sehr schön. Ah, so. Ja, hab noch knapp 7 Minuten Zeit für den Part. Mal gucken, was wir noch reißen können. Vermutlich nicht mehr allzu viel. Aber mal gucken. So, welche Level bin ich überhaupt? Okay, ich möchte also nur noch 4-mal aufsteigen, danach ist das Ende für mich. Ja, ist ja gut. Hab mir doch schon längst erzählt. Gut. Also, ich möchte aufsteigen. Das gerne in der Hinsicht, dass ich nochmal mehr Konditionen habe, bis ich halt irgendwann 160 habe. Und dann ist auch Schluss. Das heißt noch wahrscheinlich 2-mal aufsteigen. Dann war es das. Okay, gut. Gut, 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 gut. Dann wieder zurück, wo wir herkamen. Das war das falsche Bonfire. Tut mir leid. Da wollte ich nicht hin. Kostet dir nur Zeit. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Nicht hierhin. Sind wir hier richtig? Ja, hier sind wir richtig. Gut. Oh Mann. Okay, aber jetzt kommen wir langsam in echt gefährliche Gebiete. Die eigentlich, ja, die anderen waren eigentlich gar nicht mal so gefährlich, aber hier wird es langsam doch, ja, man muss ein bisschen aufpassen, was man hier macht. Nämlich wieder überall diese Typen. Wie wat? Ist langsam mal genug. Gut, hier, mein Freund. Erstmal bin ich hier runter. So. Können wir erstmal noch aufs Dach drauf. Was ist denn gerade für ein Geräusch? Ich glaube, was explodiert wäre. Ich glaube, auf dem Dach gab es aber gar nichts mehr drauf. Bisher sehe ich halt noch nichts. Na gut. Dann gibt es halt auf dem Dach halt nichts drauf. Ach, der ist runtergefallen. Das war dieses, wahrscheinlich dieses komische Geräusch. So. Ruhe jetzt. Gut. Dann Chip weiterreisen. Eigentlich gab es auch gar nichts zu holen. Zum gezeigt haben, dass es auch was gibt. So. Und hier gibt es wirklich überall diese ganzen Forlorns. Die sind gar nicht Forlorns, das sind die Pharaon-Ritter. Und die sind hier wirklich überall. In jeder verfickten Ecke. Okay, die sind schon mal weg. Das war es aber noch längst nicht. Ich muss auch da ein bisschen aufpassen, dass da mir keiner herkommt. Da oben ist zum Beispiel einer, das sind sogar zwei. Geh erstmal so nah wie möglich ran, von da sollte keiner kommen. Oh, da ist ja einer. So, der andere kommt nicht runter, so wie es aussieht. Okay, sein Schaden. Ich will eigentlich nur einen anlocken, jetzt habe ich aber zwei. Doch nur einen angelockt. Beschmeißt er mich hier mit Speeren.
Da habe ich was dagegen, mein Freund. Ja, aber allgemein kann man ja sagen, so, wenn man einen angreift, aktiviert man quasi den anderen. Muss quasi immer aufpassen. So, okay, bisher habe ich hier... Okay, bisher sieht es ganz gut aus. Okay, außerdem kann ich den Typen einfach angreifen. War ja klar, dass er mich hier auch bemerkt hat. Oh, die Rüstung bekommen, aber ich glaube, die hatte ich schon mal. So, und hier kommt man leider erstmal nicht hoch. Da muss man erstmal einen anderen Weg gehen. Ah, okay. So, Prismasteine braucht kein Mensch. Lass mal den Typen wegräumen. Ich muss ihn zwar gar nicht mehr umhauen, aber wenn er weg ist, dann... Kann ihm auch nicht mehr in den Rücken reinfallen, falls sich mal eine Situation ergeben sollte. Gut. Wenn wir jetzt hier auch erst... Ich gehe erstmal hier hoch, das ist mir etwas lieber. Da habe ich ein bisschen mehr Ausblick auf die ganze Situation. Okay, ich kann den Typen auch angreifen. Da oben ist keiner. Einmal ein geschickter Schlag. So, da ist einer. Es sind bestimmt 20, wenn nicht sogar 30 von diesen Typen halt. Da habe ich schon zwar viel von ihnen gekillt, aber wir sind doch längst noch nicht fertig, wie ihr seht. Ja, macht halt nichts. Granitbrocken immer gern gesehen. Oh, macht er lustig. Macht er aber mal einen Stunt hier oder was? So, da gehe ich erstmal nicht lang. Hier ist übrigens die Glocke, die ich meinte. Die rausgerupft wurde. Das ist was, was Sir Wilhelm meinte. Dass es ja keine Glocke gab. Und trotzdem sind wir gekommen. Also, ja. Die Aschen werden ja immer durch einen Glockenschlag gerufen. Und wir sind dann trotzdem da. Anscheinend wollen die hier keinen Typen haben, der das Feuer hier entfacht. Was ja nun mal die Aufgabe ist von einem... Also immer so schön... Also von uns halt, von unserer Sorte. Was Aschener, Ashen Ones, Dingsbums. Ihr wisst, was ich meine. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und das wollen die halt hier nicht. So, okay, jetzt bin ich hier erstmal fertig mit. Ja, mach du ruhig nur. Ja, aua. Der Kollege. Aber schön Schwert in den Rücken rein. Ja, genauso. Oder auch nicht. Gut. So, und eigentlich müsste ich jetzt gleich schon den Pacht beenden. Aber machen wir diese Ecke noch. Und der rollt, und der rollt, und der rollt, und der rollt. Oh, jetzt nicht mehr. Hier sind zwei Typen. Glut, die nehme ich immer gerne mit, weil Gluten sind gut. Hier ist auch noch einer. Das sind wirklich einfach unheimlich viele von diesen Typen. Unheimlich viele. So, hier ist auch noch einer, glaube ich, um die Ecke. Nee, doch nicht. Ah, haben wir den Schild von den Typen bekommen. Ist leider auch kein 100% Schild, was den für mich quasi disqualifiziert. Weil wenn ich schon ein Schild habe, dann will ich dadurch auch keinen Schaden erleiden, wenn ich dann mit blocke. Da will ich halt, dass ich damit gar keinen Schaden erleide. Logischerweise. So.
Dann sind wir jetzt schon an unserer ersten Abkürzung nach dem letzten Bonfire. Denn hier ist ein mehr als morscher Baum. Damit können wir nämlich natürlich wunderbar das Ding hier aktivieren. Aber wir können auch jetzt hier über diese Brücke laufen. So, genau, ich mache das noch über diese Brücke. Der beende ich den Part. Da haben wir gut was erreicht. Ja, mach du ruhig. Der andere Typ macht gar nichts, das ist gut. Er hat sogar daneben geworfen. Und Backstep. Oder auch nicht. So, ich glaube, hier gibt's was Feines. Ah, nur Titanitbrocken. Ich dachte, hier gibt's ein bisschen was Geileres noch. Aber anscheinend nicht. Bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gedacht, hier wäre Titanitbrocken oder so. Also, Brocken gab's ja. Ich meine aber jetzt, Titanitscholle. Hatte ich, glaube ich, so im Kopf gehabt. Aber na gut. Oh. Typ runter geschubst. Und der fällt auch runter. Alles klar. Fallen alle runter. So. Jetzt gehe ich erstmal wieder hier rüber. Obwohl, ich gehe erstmal besten. Ich muss eigentlich auf Toilette gehen. Wenn ich gleich invertiert werde, wenn ich auf Toilette bin, ist das ein bisschen doof. Das heißt, ich stelle mich hier irgendwo hin. Verstecke mich als Baum der Landschaft. Und verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls 3 mit mir Level 4. Tschüss.